Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei A Normal Lost Phone. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja gerade die Aufnahme kurz angeguckt, weil ich habe ja da die ganzen Akten alles durchgeguckt, ich habe das so ein bisschen durchgeskippt. Und da habe ich jetzt gefunden, ich habe ja nicht alle Methoden durchprobiert, wie man bei Lovebirds, also wo wir uns eingeloggt haben. Und wir haben ja nur immer mit dem hier gemacht, weil wir ja mit dem immer die Mails bekommen haben, aber ich habe bei dem noch gar nicht mal das Geburtsdatum probiert. Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen. Ich meine, das Datum ist ja andersrum immer geschrieben, ne? Dann machen wir mal 01.31 müsste es dann sein. Huh, was? Herz. Ich hatte jetzt gedacht, das ist 31.01 oder andersrum oder so, oder vertauscht oder irgendwie. Aber wir haben es jetzt geschafft. Okay, mit einem Account sind wir drinnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Alter. Also, das ist echt... Ich muss echt dazu sagen, Sekunde, ich muss meinen Timer stellen. Hab ich jetzt mein iPad wieder ausgemacht. So, das wird echt ein Let's Read hier. Und ist das hier so eine Seite irgendwie? So wie, Parship? Oder wie hieß die ganzen, da gab es doch irgendwann so eine, ach, ist ja egal. So ganz viel Bekanntes, gibt's ganz viel Zeug da, wo man sich, voll pumpen kann mit fremden Leuten, wo man sich da so zusammenfinden kann, sozusagen. Ne? So, schnell was noch getrunken, damit ich ja auch lesen kann. Same thing, 18 Jahre, Punkt. Mandy wahrscheinlich. Meine Nachrichten. Okay, da will ich ja nicht drauf. Beschreiben, ich bin 18 Jahre alt, männlich, nett und ich habe blaue Augen. Ich mag Brettspiele, Jazz und gute Filme. Ich lese nicht besonders gern. Ich komme gerade aus einer schwierigen, komplizierten Beziehung, was ich hier suche. Ich weiß noch gar nicht so genau. Die große Liebe vielleicht, ob man sowas im Internet finden kann. Naja, man weiß ja nie. Was ich auf jeden Fall nicht suche, sind Lügner. Ich mag keine Lügner. Lügen, warum lügen Menschen? Gut, ich gebe zu, auch ich habe schon Leute angelogen, wenn ich hauptsächlich meine Mutter. Da habe ich das Gefühl, ich tue das zu ihrem eigenen Besten, wenn sie alles über mich wüsste. Ich glaube, das würde sie nicht überleben. Und du... Findest du dich manchmal in Situationen wieder, wo du lügen musst, damit du jemanden nicht weh tust? Finden sie ein neues. Herr Mimmein, 20 Jahre, weiblich, Pfefferstreuer und sucht Salzfässchen für die Würze des Lebens. Muette Love. 32 Jahre, weiblich, dieser Vogel liebt keine Käfige, sondern die Unermesslichkeit des Himmels. Essig. Hat ihr Profil noch nicht vervollständigt. 19 Jahre. Ja, dann können wir auf meine Nachrichten gehen. Okay, ist ja nicht so viel. Lesen. Also, Lucy Lovebirds. Willkommen bei Lovebirds, der Dating-App. Sie haben sich für einen Gratis-Account entschieden. Hübsche Mädels werden Sie ansprechen. Sie können darauf antworten, wenn Sie... selbst ein Gespräch beginnen möchten, melden Sie sich für unsere Vollversion an. Das ist ganz einfach. Eine Mitgliedschaft können Sie im Augenblick zum Sonderpreis erwerben. Der erste Monat ist kostenlos, wenn Sie 3 Freunde einladen. Viel Spaß, Ihr Lovebird. Von Edelweiß. Du hast meine Neugier... wir müssen ganz runter. Och, wie gerne würde ich bei dir und deiner Mutter mal Mäuschen spielen, wenn ihr euch miteinander unterhalten würdet. Ich mit meinem siebten Sinn bestimmt... Indizien für deinen Lügen heraushören. Ich bin ein echter Detektivin. Das verrate ich dir nicht. Was? Oh, große Geheimnisse. Das muss ja wirklich ein besonderer Ort sein, an dem du da herumtreibst, wenn deine Mutter nichts davon wissen darf. Ich komme vor Neugier. Erzähl mir alles, was ist dein Geheimnis, dein Fing? Achso, das war die Antwort dann. Okay, dann müssen wir erst das lesen. Du hast meine Neugier geweckt. Worüber hast du deine Mutter belogen? Sagen wir, ich erzähle nicht immer 100% die Wahrheit, wo ich hingehe. Ja, das war das mit dieser Messe. Angeblich die Buchmesse, was aber eine andere Messe war. Gina hier. Erzähl mir was von dir. Was liest du im Augenblick? Nichts, ich lese nicht gerne. Wie es ja auch in meinem Profil steht, was du ja gelesen hast, oder nicht? Hey, mir gefällt dein Profil. Sorry, ich habe deine Nachricht gestern nicht gesehen, danke. Was? Okay. Ach, das sind die Leute, die uns die Nachrichten geschrieben haben, auch was wir über Mail bekommen haben. Ich dachte, das war Spam oder sowas.
Kann ja auch sein. So. Hallo? Lesen. Lesen finde ich auch doof, aber Fernsehen, da schaue ich immer Serien und manchmal lese ich auf meinem Tablet im Internet, aber Bücher sind scheiße, außer einmal, da hatte ich ein Buch über Topmodels, also über das Leben von Topmodels und das war cool, voll gut. Ich habe auch schon mal gelogen, aber das war mit meinem Ex, ich wollte nicht ihm nicht wehtun, aber er mag es auch nicht, wenn man die Wahrheit sagt. Spiele mag ich auch nicht, habe ich lange nicht mehr gespielt, aber früher schon. Hihi. Ich habe dein Profil gelesen und dachte nur, OMG. Jungs mit blauen Augen, Herz, Herz, Herz. OMG, wir haben so viel gemeinsam. Okay, der hat dann nicht geantwortet. Und das war's auch schon wieder hier. Wäre witzig, wenn wir denen so eine Mail, so Nachrichten schreiben können. Aber wobei, das wäre vielleicht ein bisschen creepy, wenn da auf einmal jemand wirklich zurückantwortet. Kann ich da nicht so anschreiben? Also bei denen sind wir drinnen. Nein, geht ja gar nicht, oder? Doch, geht ja eigentlich schon. Ne? Da sind wir drinnen. Aber das hilft uns jetzt auch nicht, ne? Findet man irgendwo im Internet eine so eine Lösung, Dingens? Ich meine, es ist wahrscheinlich total simpel eigentlich, ne? Ich meine, das mit dem 31.01., das war ja sonnenklar. Jetzt bin ich am Überlegen. Meine Nachrichten. 17.01. ist es auch nicht. Aber ich habe gedacht, dass ich hätte zum Beispiel, wie er zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel hier jetzt ein Passwort genommen, wo ich das beigetreten habe. Die Seite. Hier bei so einer kleinen Seite. Zum Beispiel hier 17.01 oder sowas. Das geht. Keine Ahnung. Ich meine, ist ja, mir wäre es auch egal, wenn ich mich hier einloggen würde. Aber warum auch? Kann ich hier irgendwas hier so machen? Nichts. Something else. Was könnte so ein Something else ein Passwort haben? Wahrscheinlich hat er vielleicht das Umgedrehte genommen. Das bedeutet, das müsste dann 1, 3, 1, 0. Nein. Wäre auch dumm. Ich bin gerade am Kombinationen überlegen oder an Texten, weil es ist dann immer derselbe Tag, wo ich ja das alles gelesen habe. Das muss man sich mal vorstellen. Kann ich mich irgendwo im. Oh. Im Netz anmelden. Hier geht ja auch nichts. Was ist das denn für ein Internet? Slash New Tab, ja, ich möchte gerne irgendwas suchen. Ich möchte suchen, wie ich hier weiterkomme. Das ist jetzt echt blöd. Moment, ich habe ja hier das iPad. Ich schaue mal ganz kurz mal nach. Das kann ich ja kurz mal hier nebenbei machen. Dauert ja nicht lange. Hier, nochmal Lost Phone. Das muss ich da irgendwo hinspulen, wo wir sind. Ich würde da natürlich nicht spoilern. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist das total einfach. Moment, ich mache noch Ton aus. Weil, das wäre sonst ein bisschen blöd. Schauen wir kurz mal nach. Wie kommen wir da rein? 1219 ist der Code. 1219? Warum 1219? Errungenschaft freigeschaltet. Herz, Herz. Okay. Ja, gut. Ich meine. Ich hätte jetzt natürlich auch suchen können, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie man hier auf 12, 19 kommt. 19.12. Keine Ahnung.
Geburtstag vom Vater oder irgendwas. Schreiben, ich bin 18 Jahre alt, weiblich, nett und habe blaue Augen. Ich mag Brettspiele, Jazz und gute Filme. Ich lese nicht besonders gern. Weiblich? Moment. Kurz noch einen Schluck trinken. Ich komme gerade aus einer schwierigen, komplizierten Beziehung. Was ich suche, weiß ich noch gar nicht so genau. Die große Liebe vielleicht, ob man sowas im Internet finden kann. Naja, man weiß ja nie. Ein Foto von mir lade ich nicht hoch. Ich fühle mich nicht wirklich glücklich mit meinem Aussehen. Aber vielleicht zeige ich dir eines Tages eins, wenn die Zeit kommt. Lake Water on Tap. 20 Jahre Online-Dating. Ich nehme die Sache nicht allzu wichtig. Wollte mich nur mal umschauen. Freue mich aber, wenn ihr Hallo sagt. Sexy Brokkoli. Hat sein Profil noch nicht vollständig. FK108 hat sein Profil nicht vollständig. Naja. Aber hier steht weiblich. Sogar ein weibliches Bild. Und da auch. Hell. Okay, das geht noch. Okay. Und er hat geschrieben, er nimmt keine Bilder. Also kein Bild von sich lädt er hoch. Okay. Schauen wir mal. Er hat ja auch gesagt, er hat ja bei der Schlussmachung auch gesagt, er fühlt sich nicht in seinem richtigen Körper. Oder wie hat er das so gesagt? Er ist ganz anders, verschieden. So die typische Sache halt. Naja, schauen wir mal, was auf ihn zustößt. So, komm, bei Loveplatz für Frauen ist die Dating-App komplett gratis, süße Typ. Was? Was? Süße Typen hat nur darauf, mit ihnen zu chatten. Wir wünschen ihnen viel Spaß, ihr Lovebirds. Wäre das nicht ein bisschen sexistisch? Ist egal. Ich halte mich da raus. Hallo, dein Profil sieht interessant aus. Ich würde dich gerne kennenlernen. Wollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Ich komme gerade aus einer Beziehung und bin erstmal nur auf der Suche nach neuen Freunden. Nice guy, Byron. Alter. Hallo, ich heiße Paul und ich bin neu hier. Ich suche eine Frau, die sich ein volles Leben wünscht und mit mir Kinder haben will. Eine große, schöne Frau wäre mein Traum. Eine Frau würde ich mein Leben lang auf Händen tragen und alles dafür tun, dass sie glücklich ist und sich wie eine Prinzessin fühlt. Ein paar Worte zu mir. Ich bin sympathisch und habe ein festes, gut bezahltes Anstellungsverhältnis. Ich mag schöne Frauen ins Kino gehen und gute Restaurants. Leider ist es im Moment nicht möglich, dass wir uns persönlich treffen, denn ich lebe in Evikesten. Wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst, lass ich dir meine Telefonnummer zurückkommen, da können wir uns unterhalten und uns besser kennenlernen. Gerne hätte ich ein Foto von deinem hübschen Gesicht und natürlich würde ich dir auch Bilder von mir mit Familie zuschicken. Bitte antworte mir. Naja, das ist eher das Umgekehrte, ne? Also hier schreiben ihn die Typen an. Natürlich, weil er hat ja ein Frauenprofil. Und er antwortet auch gar nicht. Hallo Süße. Dein Profil fasziniert mich. Es sagt so vieles aus. Ich frage mich, wer es sich hinter diesen schönen Worten verbirgt. Schade, dass du kein Foto hast. Ich würde gerne deine Augen sehen und da dein bezauberndes Lächeln. Hast du eine Webcam? Lebst du in der Nähe oder bist du nur zu Besuch? Ich habe eine große Wohnung. Hey, hast du ein Foto? Hat er doch geschrieben in die fucking Beschreibung. Ich lade kein Foto. Aber gut, man kann ja mal fragen. Da, guck mal, da stehen noch diese ganzen Namen hier, die uns geschrieben haben. So, das kriegt er auf Mail auch. Hi, wollen wir uns treffen? Ich bin nett und suche Spaß, vielleicht auch mehr. Bin gut ausgestattet. Was? Junge, Hilfe. Oh, Alter. Scrollen das mal runter. Entwurf, antippen, um einen Anhang hinzufügen. Moment mal, geht das? 28.01. 22.01. Okay. Schneller haben wir Achievement bekommen. Oder warte mal, 2016? Okay, da müssen wir von oben lesen. Hallo Phil Free. Hallo Sam Fingers. Ist Phil dein echter Name? Ich heiße Sam. Cool, ja, ich heiße Phil. Dann hoffe ich, dass du mit Nachnamen Free heißt. Das wäre ja ebenfalls total lustig. Hey, ich hoffe nicht, nur mein Nickname hat deine Aufmerksamkeit geweckt. Nee, das hat dein ganzes Profil gefallen, besonders weil du so offen damit umgehst, dass du bisexuell bist und weil du gegen jede Form von Diskriminierung bist. Dein Profil ist ganz anders als alle anderen. Ich jedenfalls kriege Lust, es mehrmals zu lesen, vermutlich, weil es etwas Positives ausstrahlt. Moment, was kann ich das Profil auch öffnen? Ich hätte gerne seine Beschreibung lesen. Nee, geht nicht.
Da wäre ich ja ganz rot, danke. Ich meine es ernst, dein Profil inspiriert und ich finde dich sehr mutig. Naja, so mutig ist es dann auch wieder nicht. Im Internet unter Pseudonym ehrlich zu sein, im echten Leben ging es mit dem zu mir stehen nicht ganz so schnell, denn das kommt nicht von heute auf morgen. Ach so, und wie hast du das gemacht, dass du auch im echten Leben offen sein konntest? Meine Freunde aus dem LGBT-Zentrum in meiner Stadt haben mir sehr geholfen. LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Von ihnen habe ich mich verstanden gefühlt. So habe ich immer mehr gemerkt, dass ich gar kein seltsames, abnormales Etwas bin, sondern dass ich einfach akzeptieren muss, dass ich bin, wie ich bin. Hehe, was LGBT ist, musst du mir gar nicht erklären. Ich gehe auch selbst ins LGBT-Zentrum in meiner Stadt. Ah, bist du auch bisexuell? Das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Jetzt muss ich aber los. Bei mir kommt morgen großer Familienbesuch und das sollte ich heute nicht zu spät ins Bett. Okay, bis die Tage. Hey Sam, wie geht's dir? Wie war dein Familienbesuch? Hallo Phil, ehrlich gesagt nicht so toll. Oh, was ist denn passiert? Naja, sagen wir, ich komme aus einer ziemlich konservativen Familie, die mich dem ganzen Thema LGBT nicht wirklich offen umgeht. Verstehst du, was ich meine? Total, du hast also dich outen wollen und das ist schiefgegangen. Oh nein, das brauche ich nicht mal zu versuchen, dann die würden mich sofort hochkant vor die Tür setzen. Autsch, das ist natürlich mies. Meinst du echt, es würde sie so sehr stören, dass ihre Tochter halt bisexuell ist? Tja, das würden sie vielleicht noch durchgehen lassen. Wenn sie allerdings wüssten, dass ihr Sohn in Wirklichkeit eine Tochter ist und noch dazu womöglich bisexuell, da sieht die Lage schon anders aus. Ah, verstehe, du bist eine Transfrau, das hattest du mir gar nicht gesagt. Tut mir leid, schockiert dich das, stört es dich? Nö, gar nicht, ich wäre das der Letzte, der dich deswegen verurteilt, versprochen. Einige meiner Freunde im LGBT-Zentrum sind ebenfalls trans und da bekomme ich mit, wie ätzend der Alltag für sie manchmal sein kann. Familie ist eine Sache, aber die Meinung und Kommentare von anderen sind nochmal ein neues Kaliber. Viele Leute nehmen sich plötzlich das Recht heraus, ungefragt ihren Senf dazu abzugeben, wie meine Freunde ihr Leben leben. Leute, die sie oft nur ganz flüchtig kennen. Echt, zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die immer wieder auf die Straße angequatscht und gefragt wird, ob sie ein Mann oder eine Frau ist. Als würde die Antwort darauf irgendwas ändern. Oder anderer Freund von mir. Wenn er neue Leute kennenlernt und dann irgendwann erzählt, dass er trans ist, bekommt er oft Fragen nach dem Motto, wie läuft das dann eigentlich beim Sex? Sowas fragt man doch niemanden, den man eben erst kennengelernt hat. Aber sobald die Leute wissen, dass du trans bist, meinen manche, sie könnten sich alles erlauben. Das ist ja irgendwie so ein bisschen wie das bei Tell Me Why, wenn sich jemand noch erinnern kann, wo man das alles auf die Spur gegangen sind und alles. Das hat ja auch so ein bisschen die Ähnlichkeit, nur ein bisschen in die andere Schoße, sagen wir mal. So auch, aber auch in dieselbe Richtung. Das klingt echt nicht so toll. Zu mir hast du noch kaum jemandem was gesagt, aber das ist wohl bloß, weil ich mich noch bei fast niemandem geoutet habe. Es ist schwer, sich zu akzeptieren und ehrlich zu sich selbst zu sein, aber der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Wir sind jetzt so bei der Hälfte. Alter, die haben viel geschrieben, echt. Ich finde das schwierig. Ich bin noch so jung, finde ich. Ich fühle mich insgesamt nicht wohl in meiner Haut, aber mein ganzes Umfeld weiß davon nichts. Meine Eltern sind nicht gerade tolerant und sie denken, ich sei der perfekte Sohn. Dein Umfeld, sagst du, hast du schon mal versucht, mit irgendjemandem darüber zu reden? Ja, mehr oder weniger, mit ein paar Leuten. Sorry, das geht mich auch gar nichts an. Ich wollte nur helfen, aber wir müssen nicht darüber reden, wenn du nicht willst. Nein, also doch, ich will gerne mit dir darüber reden. Ich habe das Gefühl, dass du mir zuhörst. Bei dir fühle ich mich sicher. Meinen Eltern kann ich mich auf keinen Fall anvertrauen. Sie lieben mich nicht für das, was ich bin, sondern für das, was sie wünschten, dass ich wäre. Also wenn du mit deiner Familie wirklich gar nicht reden kannst, gibt es durchaus LGBT-Zentren, die Unterkünfte mir vermitteln. Gerade für Jugendliche, die von zu Hause raus wollen müssen. Oh, echt gut zu wissen. Hast du Freunde, denen du dich anvertrauen kannst und die wissen, dass du trans bist? Meine beste Freundin Alice weiß Bescheid, ihr kann ich vertrauen. Puh, das ist ja schon mal eine Erleichterung. Erzähl mir ein bisschen von ihr, sie ist mir direkt sympathisch. Ich habe sie vor einer Weile in einem Brettspieltreff kennengelernt, wo ich sonntags immer hingegangen bin. Die Sache ist die, ich bin da immer als Mädchen hingegangen, ich habe mich sogar
Samira genannt und habe sogar immer eine Perücke getragen. Wow, mutig, mutig, cool, dass du dich das getraut hast. Danke, allerdings ist das am Ende ziemlich schief gegangen. So eine dumme Nuss hat herausgefunden, wer ich bin und hat mir gedroht, mich bei dem anderen auffliegen zu lassen. Seitdem gehe ich nicht mehr hin. Ist das jetzt erfunden oder wirklich real? Davon hat er nie was erzählt. Lass das, also beziehungsweise geschrieben. Man muss ja alles hier lesen. 4 Uhr morgens. Zeit für Wetter. Lass das nicht mit dir machen. Hast du dich sonst noch wohin gewandt? Also nicht nur ans LGBT-Zentrum und deine Freundin Alice. Vor ein paar Monaten hat mir von meiner Freundin jemand ein Forum für junge Transgender empfohlen. Es ist ziemlich neu und ziemlich klein, aber die Leute scheinen echt nett zu sein. Hier ist der Link. BU-Forum, das haben wir doch auch schon gesehen, diese Domain. Da wurden wir doch auch schon mal kontaktiert. Da gehen wir gleich drauf dann mal. Das Forum kenne ich. Ich bin da sogar selbst Mitglied. Ach, siehst du mal. Kann sein, dass ich mich mit deinen alten Freunden selbst schon zu tun hatte. Möglich wäre es. Wenn du magst, frage ich mal nach, ob du von ihnen eine Einladung zum VIP-Bereich des Forums bekommen kannst. Danke, nicht nötig. Ich bin schon drinnen. Jetzt bin ich wirklich neugierig, wie du aussiehst. Ich würde richtig gerne ein Foto von dir sehen, auf dem du lächelst und dich gut in deinem Körper fühlst. Oder mit deiner Perücke. Natürlich, wenn das für dich okay ist. Nicht kein Thema. Oder kommt sowas schon bald in ein Bild von ihm. Es gibt nur ein Foto, wo ich finde, dass ich hübsch aussehe. Ich müsste es bloß finden. Von meinem Telefon habe ich es gelöscht, aber irgendwann hatte ich es mal bei BU gepostet. Ich durchforste nochmal das Forum, um wiederzufinden. Aber nur, wenn du mir auch eins von dir schickst. Die Deal, siehe Anhang, das bin ich. Das ist also der Phil. Okay. Du bist jetzt süß, Phil. Besten Dank, meine Holde. Jetzt bist du an deiner Reihe. Also, wir können jetzt einfach weiterschreiben oder was? Ein Tipp um einen Anhang hinzufügen. Das bin ich. Verurteile mich nicht dafür, bitte. Wir haben ja gar nicht mal so ein Bild, ne? Vor allem, welches wollte er denn schicken? Wieso hat er denn überhaupt keins geschickt? Ich meine, das Handy hat er ja am 31. am Abend irgendwann verloren. Oder weggeschmissen oder was auch immer. Oder geklaut. Also, beziehungsweise jemand hat es geklaut und das sind wir. Sorry. Ja, vielleicht findet man irgendein Bild. Er hat ja. Wir müssen ja durchforsten die Seite. Ach, jetzt sind wir, glaube ich, im Internet. Ja, jetzt sind wir im Internet. Sam Fing. Ich bin gespannt, was auf dem anderen Account noch gibt's. Dampf ablassen, VIP. Da kommen wir aber nicht rein. Oder doch? Wir haben ja VIP. Netiquette. Was? Netiquette? Alter. Okay, ist ja nicht viel. Unser Forummitglied gliedert sich in zwei Teile: einen öffentlichen und einen VIP-Bereich. Auf den öffentlichen Bereich kann jeder Zugriff, sobald er sich angemeldet hat. Hier könnt ihr euch anonym über alles austauschen, was euch auf dem Herzen liegt. Private Informationen wie euer echter Name, eure Adresse, euer Arbeitgeber oder eure Schule, etc. solltet ihr hier aber nicht preisgeben. Dafür ist der VIP-Bereich gedacht. Im VIP-Bereich könnt ihr frei über euch erzählen und dabei euren echten Namen verwenden oder auch nicht. Ihr könnt Fotos von euch hochladen, eure Telefonnummern austauschen und wenn ihr wollt, sogar Treffen miteinander ausmachen. Um VIP zu werden, braucht ihr eine Einladung von einem Mitglied. An dieser Regel versuchen wir uns ohne Ausnahmen zu halten. Trolls etc. sind hier nicht willkommen. Danke für euer Verständnis. Ja, da ist ja Telegram da. So. Vorstellungsrunde. Freunde, wie kann man denn so viel schreiben? 31.8. abends. 30.1. Ja, da müssen wir hin. Oder? Ah, nee, da müssen wir hin. Okay, geht wieder von oben nach unten. Weißt du, das ist immer verschieden irgendwie. Wir kommen bei der Vorstellungsrunde. Erzählt uns ein bisschen was über euch. Kleine Erinnerungen, bitte anonym bleiben, keine Fotos reinstellen und keine Adressen oder sonstige Infos nennen, anhand deren einfach zu finden wird. Dafür ist der VIP-Bereich da. Ist ja wie Discord. Ich mache direkt mal einen Anfang, dann seid ihr vielleicht weniger schüchtern. Also ich bin Tessie Star, ich bin 22, ich bin eine Transfrau und ich nehme seit 3 Jahren Hormone. Okay. Für mich war immer klar, dass ich eine Frau bin. Schon als kleines Kind wollte ich nur mit Puppen spielen und
die Schminke von meiner Mama klauen. Sie fand das immer ganz lustig. Ich habe noch drei ältere Brüder und ich glaube, meine Mutter fand es zur Abwechslung mal ganz nett, dass sich einer ihrer Söhne für die gleichen Dinge interessiert wie sie. Ich hatte das Glück, in einer super offenen Stadt aufzuwachsen und noch dazu habe ich eine Tante, die trans ist und ihr Coming Out lange vor mir gemacht hat. Sie wurde in der Familie immer akzeptiert, wie sie ist. Ist auch gut so. Wenn man sich allerdings im Internet umschaut, merkt man schnell, dass es nicht für alle so leicht ist, ihre Transidentität auszuleben. Beim Anblick mancher Statistiken wird mir ganz anders. Transgender versuchen zum Beispiel viel häufiger, sich das Leben zu nehmen. Das war für mich der Anlass, dieses Forum ins Leben zu rufen. Ich dachte mir, vielleicht gibt es junge Leute, die Unterstützung brauchen oder einfach einen Ort, in dem sie reden können, die sich aber nicht unbedingt trauen, in ein LGBT-Zentrum zu gehen oder die es vorziehen, im Internet anonym zu bleiben. Und jetzt guck mal, wir, 2.9. oder 9.2. 9.2. müsste sein, 2015. Hallo, ich bin Sam Fing, 17 Jahre alt und ich weiß nicht so genau, was ich bin, außer verwirrt, da bin ich mir ganz sicher. Das bin ich mir ganz sicher. In meiner Stadt sind die Leute ziemlich traditionell, engstirnig, konservativ. Daran liegt es vielleicht auch, dass ich dort nie jemanden begegnet bin, der offen homosexuell ist. Von trans ganz zu schweigen, das Wort trans kenne ich überhaupt erst seit kurzer Zeit aus dem Internet. Ich habe mich dafür immer für einen Jungen, einen Mann gehalten, obwohl ich typisch männlich Aktivitäten hasse. Mein Cousin macht sich zum Beispiel immer darüber lustig, dass ich in den Sportergebnissen nicht folge. Wahrscheinlich verstehe ich mich deshalb mit Mädchen besser, schon immer. Mädchen behandeln mich oft wie ihre beste Freundin, der sie alles anvertrauen und das liebe ich total. Mein Cousin lacht mich außerhalb aus, weil ich Harfe spiele. Ja, das habt ihr richtig gelesen. Ich bin ein Kerl und ich spiele Harfe, einfach weil ich das Instrument liebe, schon seit ich klein war. Natürlich bin ich an meiner Musikschule der einzige Junge, der Harfe spielt. Hihu, ich bin Hi, says so, H says so, 23 Jahre alt, trans Mann. Ich arrangiere mich viel im LGBT-Zentrum meiner Stadt. Ein winzig kleines Zentrum. Die Stadt ist sehr konservativ und die LGBT-Community nicht besonders hoch angesehen. Was zum Beispiel bedeutet, dass wir keinerlei Unterstützung von der Stadt bekommen. Aber wir behelfen uns so gut wir können. Sam Fing, du erscheinst mir wirklich ziemlich verwirrt, weißt du, nur weil du Harfe spielst und keinen Sport magst, bist du deswegen kein Mann? Die Gesellschaft macht uns glauben, Mädchen müssten dieses und jungen Jeans gerne tun, aber es stellt dir frei zu mögen und wen auch immer du willst. Haben wir auch geantwortet, ach, das waren alle oder wie? Nee. Die stellen sich alle hier nach und nach tagelang vor, okay. Junge, Junge, mein Hals wird immer kratziger. Ist ein bisschen schwer. Ich stimme dir voll zu, H say so. Aber ich muss auch zugeben, dass ich in meinem ersten Post nicht ganz ehrlich war, beziehungsweise einen Teil der Wahrheit weggelassen habe. Okay, also letzten Juni war Jahresabschlusskonzert von meiner Musikschule. Das Konzert war super wichtig für mich. Alle Hafenspieler sollten das gleiche Bühnenkostüm tragen. Vor einigen Jahren hatte es schon mal einen Auftritt von einem Hafen-Assembler gegeben. Und die Kostüme von damals sollten jetzt wieder verwendet werden. Es stellt sich heraus, dass es damals auch schon nur Hafenspielerinnen gegeben hatte. Es gab also nur Kostüme für Mädchen. Für mich sollte daher etwas maßgeschneidert werden. Es hat natürlich ein Weilchen gedauert. Unterdessen habe ich darüber gewitzelt, dass ich ja auch ein Frauenkostüm tragen könnte. Die Musikschule hat natürlich nein gesagt, aber ein befreundeter Hafistin, nennen wir sie V, das war wahrscheinlich Victoria, hat mir ihres zum Spaß geliehen. Ich habe es anprobiert und dann ist etwas Komisches passiert. Eigentlich war das ja als Witz gemeint, aber ich habe mich im Spiegel angeschaut und stand wie unter Schock. Ich will nicht sagen, ich hätte mich gut gefühlt, in meinem Kopf lief alles durcheinander, das sagte Victoria zu mir. Sehr charmant, Fräulein Samfing. Natürlich war das zum Spaß, aber in dieser exakten Sekunde war ich glücklich. Ja, ich war glücklich darüber, dass sie das sagt. Ich hatte so eine plötzliche, tiefe Freude.
die aber sofort wieder verschwand, als mir bewusst wurde, was das vielleicht bedeutete, und als mein Männerkostüm dann ankam, war ich irgendwie traurig und ein bisschen enttäuscht, dass ich es zum Konzert tragen musste. Was das alles bedeutet? Keine Ahnung. Ich weiß irgendwie nicht mehr, wer ich bin. Am liebsten will ich noch mal ganz von vorne anfangen als Frau, aber das traue ich mich nicht. Hallo, ich bin Captain Cupcake. Und ich identifiziere mich als nicht binär. Mein Alter verrate ich nicht. Das ist auch überhaupt keine angebrachte Frage gegenüber einem jungen Nicht-Binär. Sam Fing, was du gefühlt hast, als du das Kostüm von deiner Freundin angezogen hast, kommt einer sogenannten Gender-Euphorie nahe. Davon spricht man jetzt mal grob, vor allem gemeinend, wenn man sich fantastisch bei Dingen fühlt, die typischerweise dem anderen Geschlecht zugeordnet werden. Gender-Euphorie bedeutet nicht unbedingt, dass du eine Transfrau bist. Dich selbst zu definieren ist aber letzten Endes alleine deine Aufgabe. Du musst herausfinden, was dich glücklich macht. Wenn du also noch mal neue anfangen möchtest, weil du spürst, dass es das Richtige ist, dann tu es. Wohin es dich führt, wirst du dann früh genug erkennen. Vielleicht beschließt du irgendwann, dass es dir doch nicht gefällt. Vielleicht ist es genau dein Ding und du wirst dich nie wieder als Junge anziehen. Oder vielleicht findest du einen Mittelweg. Das Leben liegt vor dir. Pack es mit beiden Händen und genieße es. Alter. Danke. Also dann haben wir geantwortet. Danke für die lieben Worte, Captain Cupcake. Captain Cupcake. Okay. Du machst mir Mut. Am Wochenende waren meine Eltern nicht zu Hause und ich habe die Gunst der Stunde genutzt, um mir Kleider und Make-up von meiner Mutter auszuborgen. Ich wollte einfach sehen, wie das ist. Ich muss sagen, es hat sich super angefühlt. Ich bin vielleicht kein Schönheitskönigin, aber ich finde, ich muss mich nicht verstecken. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich vom Typ her ohnehin recht androgyn bin. Ich habe den Eindruck, es funktioniert. Ich habe eine Riesenlust, rauszugehen und Leute zu begegnen und herauszufinden, ob sie mich als Mädchen sehen, aber natürlich traue ich mich nicht. Chloe Neato hier. Ich bin eine 19 Jahre alte Transfrau. Alle um mich herum wissen Bescheid und akzeptieren es mehr oder weniger. Naja, keiner hat mich aus dem Haus geschmissen, aber dumme Bemerkungen muss ich mir trotzdem immer wieder anhören. Ohne geht es wohl nicht. Sam Fing, wenn du rausgehen willst, um zu sehen, ob man dich wirklich als Mädchen erkennt, hier ein paar Tipps für dich. Zieh einen guten gepolsterten Push-Up-BH an, wenn du keine langen Haare hast, zieh eine Perücke an, schmink dich, lackier dir die Nägel und zieh Schmuck an. Pass auf, dass du es mit dem Schmink nicht übertreibst, du willst schließlich nicht aussehen, als wärst du ihm einen Farbeimer gefallen. Mit Lippenstift und Mascara allein ist es nicht getan. Grundierungen und Make-up gibt es in verschiedenen Hauttönen, probier sie aus. Männer- und Frauengesichter unterscheiden sich. Versuche mit Schattiereffekten zu spielen, damit dein Gesicht weiblicher wirkt. Im Internet gibt es ja haufenweise Tutorials darüber. Dafür. Mach vorher ein paar Stimmenübungen. Nichts verrät einem mehr als eine tiefe, raucherige Tenor. Es ist dir bestimmt so oder so klar, aber ich sage es trotzdem, bei deinem ersten Versuch solltest du es vermeiden, Leute zu begegnen, die dich bereits als Mann kennen. Das ist ja alles aus 2015. Hat er mit Melissa schon was zu tun gehabt? Ja, doch schon. Oder doch? Nicht? Die haben ja schon davor geschrieben, oder? Das war ja noch im August und Juni und... Nee, August, glaube ich, da haben sie ja zusammen dieses Bild gehabt. 2015. Naja. Das werden wir alles noch sehen, aber da hat er da schon echt da rumgehangen und da hat er echt schon... Okay. Wow, Chloe Neato, danke für die vielen Tipps. Heute wollte ich zum ersten Mal als Mädchen vor die Tür. Mein Plan war, die Straße runterzulaufen, um zu einem Bäcker zu gehen, wo ich sonst nie einkaufe. Aber meine Beine haben so arg gezittert, dass ich nicht mal 3 Schritte weit gekommen bin. Trotzdem gebe ich nicht auf. In meiner Stadt finde ich bald ein Skiffy-Convention statt. Skiffy? Keine Ahnung. Die perfekte Gelegenheit, um es nochmal zu wagen. Schlimmstenfalls schaue ich mich die Leute komisch an, aber dann kann ich ja immer nur sagen, ich hätte mich dafür Convention verkleidet. Eine super Idee. Außerdem wird bei solchen Veranstaltungen im Allgemeinen keine Ausweis verlangt. Das heißt, du musst kein Dokument vorlegen, auf dem ganz klar männlich eingetragen ist.
Oh, daran habe ich nicht mal gedacht. Oh Mann, es gibt bestimmt 100 Sachen, an die ich nie denken würde. Angst. Nur Mut stehen hinter dir. Denkst du, du versuchst es? Ja, ich habe sogar im Internet eine Perücke bestellt. Dann nichts wie hin da. Erzähl uns hinterher, wie es war. Okay, ich komme gerade von der Convention. Es war super. Niemand hat mich schief angeschaut oder komische Bemerkungen gemacht. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe mich bei einem Brettspieltreff eingetragen, der dort eine Stadt hatte. Mit weiblichem Vornamen. Da hat es dann angefangen mit diesem Brettspiel-Dingens. Und ich glaube, ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Ich werde kurz mal die Stimme etwas schonen, beziehungsweise mir was zu trinken holen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.